Also wir sollen jetzt zu jedem Song einen Drink nehmen und das darüber reden, oder was? Das ist die Idee, ja. Ist das nicht eine total bescheuerte Idee? Das ist eine ziemlich bescheuerte Idee, ja. Da bin ich dabei. Tobi, auf dieses wunderbare Album. Auf dieses Album? Was für ein Flash. Wir konnten ja noch nicht drauf anstoßen. Nee, jetzt endlich. Ich glaube, jetzt mal müssen wir ordentlich. Jetzt machen wir endlich ordentlich. Ja, viel Spaß Tobi. Dabei. Ne? Der erste Track, Flash. Das Intro. Es ist mehr als ein Intro. Es eröffnet eine Welt. Inspiriert wurde ja die Musik durch Dr. Snuggles. Oh, wir ja. haben Dr. Ja, Snuggles stimmt. geguckt. Oh ja. Und da war so ein epischer Prog-Rock irgendwas, Synthesizer-Irrsinn. War es nicht irgendein komischer Freak, den er besucht hat? Bei dem lief denn, das war sein Thema, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Genau, da waren wir inspiriert. Und da haben wir gesagt, das ist der Vibe. Auf Dr. Snuggles. Prost, Dr. Snuggles. Dr. Snuggles. Der ist geil. Wir bringen den Flash zurück. Wir bringen den Flash zurück. Was ich sehr schön finde, dass das Ende von dem Intro ist ja der erste Flash sozusagen, ist ja, dass dann nach einer kleinen Atempause eine Nadel auf Vinyl aufgelegt wird. Das ist ja der erste Flash. Viele kennen das gar nicht. Da haben wir uns natürlich auch nicht lumpen lassen und irgendeine Platte genommen, sondern wir haben unsere erste Vinyl-Veröffentlichung, die wir jemals hatten, als der Tobi und das Bo, nämlich unsere Racker 10-Inch. Stimmt, der Racker. Also wir haben die erste Vinyl-Rille, die es von uns gab, genommen, um das aktuelle Album sozusagen einzustarten. Wow, das ist ja ein Flash! Exklusives Pulver, was wir gekriegt haben. Das Sketch von alleine. Schließe ich an, die Wäsche waschen und jetzt fertig, ne? Daher. Ich editiere den Cut-Wahnsinn von DJ Coolmann. Und ich sag mal, wir haben so ein ambitioniertes Projekt hier, möglichst viele Cuts auf kleinem Raum unterzubringen. Das gefällt mir sehr gut. Eigentlich hätte es ja ein selbstgebrannter sein müssen jetzt. Ja, das stimmt. Afrokalle. Afrokalle. Zweiter Track. Das musikalische Entree, sag ich mal. Mhm. Der erste Song. Erkan, DJ Placebo, hat uns abstrakte musikalischen Inspirationen zukommen lassen. Und da haben wir gleich bei einem zugeschlagen. Ne? Genau. Und dann ist bei uns auch weil das war so ein Afro-Beat-Sample. Und da ist bei uns dann halt auch der Arbeitstitel Afrokalle entstanden. Jetzt die Frage, wer ist Afrokalle? Also in dem Fall auf den Song bezogen, keiner. Es geht halt nur um musikalische Inspiration, die aus einem Afro-Stück stammt. Natürlich ist Afrokalle ist der ehemalige, er hieß mal Kalle. Und er hat sich dann irgendwann entschieden, nicht mehr Kalle zu heißen und hat das selber durchgesetzt. Und dann mussten wir natürlich in diesem Stück, was wir hatten, was dann auch 5 Sterne war, mussten wir dann das auch umdichten. Oder haben wir natürlich dann scherzeshalber gemacht. Und da waren wir dann so bekannt wie Afrokalle auf dem Kiez. Hey, 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 hey. Junge, 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 diese Typen sind herrlich. Nicht so halbgar, sondern richtig fährlich. Sondern hängen am Strand. 5 Sterne sind die geilsten, seit ich denken kann. Was an dem Track natürlich auch noch interessant ist, Tobi, sag du es mal. Ja, es ist der erste Track mit Louis. Mit Louis. Ja, Louis. Ja. Louis ist eine große Inspiration gewesen. Den hast du ja durch Zufall kennengelernt. Der war also, ja auf einmal da. Er war auf einmal da und zwar gerade, als ich meine EP auf jeden Fall vielleicht produziert habe und ich 2 Songs hatte, wo Sänger drauf sollten, wo ich aber keinen Sänger für hatte. Und dann war er im Nebenstudio zufällig ein Typ. Und der kam dann rüber und dann alle so, ja, das ist Louis und so. Und dann, ja, wir haben hier so eine Idee, kannst du da mal irgendwie was machen? Oder hat er was reingemacht? Ich war so, wer ist er? Wer ist dieser Typ?
so ein geiler, ein bisschen komponent mit einem Bart und so ein gemütlicher Typ. Voll lustig, voll stylisch, geile Styles gekickt. Und dann habe ich ihn irgendwann, als wir für 5 Sterne irgendwie Gesang brauchten, habe ich den dann direkt mit rübergenommen. So, und der ist jetzt bei 3 Songs dabei und auch in der Live-Situation präsent. Na denn. Schön. Du hast auch schon wieder weg? Ich hab schon wieder weg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das mach ich auch mal kurz. Ich trinke immer nur das Eiswürfelwasser zur Erfrischung. Sie war entfernt von ihrem Schema. Ja, ja, erfreulich dich nur für die Geber. Ja, ja, 10 Jahre nichts geschrieben, aber hey, 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 alles ist geblieben. Sag es, eher ein bisschen geiler, eher mehr Styler. Tu es mit Kicks im Ärmel wie MacGyver. Hey, 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 hey. Oh, das würde ich gerne nach dem Sport trinken. Gin Tonic ist ja überhaupt nicht mein Getränk. Aber das schmeckt erstaunlich gut. Moin Chuck war eigentlich fast sogar ein Albumtitel als Idee. Ja, stimmt. Aber das wir haben nicht ganz am Anfang. Wir hatten halt irgendwie. Schiss. Wir hatten halt Schiss, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollten. Aber wir haben uns schwer in die Hose gemacht, als wir das uns ausgedacht haben. Du hast irgendwann diesen Schlachthof-Bronx-Beat angemacht und wir so. What the fuck? Ja, und dann waren wir aber da dann schon mit diesem Moin Boom Chuck zusammen. Das hast du einfach da drauf gemacht. Ja, und dann war das dann warst da. Du gesetzt, ne? Ja, ja, genau. Und dann meintest du doch irgendwie, warte mal, weil das hatte mich überrascht. Haben die das bei euch released oder wie war das noch? Nee, das ist einfach nur, wir waren mit denen mal auf Tour und dadurch ist so ein Kontakt da. Weg mit dem Kram, den keiner mehr braucht. Alles muss raus. Wir haben einen rauen Charme, es wird kein Frauenkram, wenn einer bauen kann. Ist ja auch tatsächlich die einzige quasi Fremdproduktion auf dem Album. Ich meine, aber das fand ich, muss wir haben natürlich sagen, dazu produziert. Das fand ich halt schön bei dieser Produktion, dass, es halt, dass wir halt sehr viele Sachen uns getraut haben, die wir vorher nie gemacht hätten. Und wir haben die Mission Impossible gelöst. Ja. Wir haben einen Song bei Kraftwerk frei bekommen. Genau. Ralf Hütter persönlich. Wir haben bluten müssen dafür, ein wenig. Ja, sicher. Aber zu Recht. Aber Respekt, zu Recht. Wem Respekt gebührt. Genau. Und Ralf Hütter hat gesagt, ungewöhnlich, aber gut. Also vielen Dank nochmal, Ralf Hütter. Oh ja, vielen Dank. Respekt. Also wirklich. Und ich meine tatsächlich, also Kraftwerk, Leute, das ist der Überschild. Stellt euch mal vor, damals, Anfang der 70er, ihr geht in ein Konzert. Und dann sind da auf einmal diese Roboter, die krassen elektronischen Sound abballern, wie man ihn noch gar nicht gehört hat. Und das Ganze auf LSD, Alter. Crazy. Das ist unsere Gold, Martin. Oh, echtes Gold, Alter. Say what? Ich bin ein Beatbox-Rocker und ich puff diesen Beat. Ja, das ist der Erste, der so ein bisschen... Der tut weh. Der tut ein bisschen weh. Also ich muss sagen, es ist mein... Eins meiner 2 absoluten Favoriten. Beatbox-Rocker fand ich ja so schön, die Metapher zu haben, oder die doch eine Metapher, für das Herz sozusagen. Der Beatbox-Rocker ist der Typ, der die Herzen der Menschen rockt. Und das sind wir in dem Fall. Und dann natürlich mit diesem unglaublich fetten Bass. Mit dem 808, ist es ein 808? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall ist eine fette Bassdrum und es ist ein deeper Track und es geht um Liebe, Emotionen, Magie, es ist irgendwie alles drin. Es ist ein wirklich, ich glaube, das ist ein Grower. Es gibt viele Menschen mit ganz dicken Eiern und richtig starken Muskeln und so, aber einer der größten Muskel und einer der Muskeln, die am meisten leisten, permanent, das ist das Herz. Und 5 Sterne ist eine Gruppe fürs Herz. Das kann man, glaube ich, sagen. Flash, Seele, Herz. Bam, kommt, Leute, let's go. Ist ja inspiriert von einem Stück von Westbam. Und Westbam ist ja ein guter Freund, guter alter Kollege von uns. Irgendwie. Sehr gut. Er hat tatsächlich auf der Love Parade auf dem Wagen damals Tölig Tölig gespielt. Und ich war so, Alter, was ist da denn jetzt los, Alter?
Ja, wir haben dann natürlich auch bei Westbam angerufen, weil wir ihm natürlich den Track vorspielen wollten. Und das ist ein sehr legendäres Telefongespräch. Einige war es ein klassisches Telefongespräch mit... Mit Max. Mit Max, ja. Genau. Also, jeder, also es ging um viel, wenig um den Track, aber es ging eigentlich um die essentiellen Fragen des Lebens. Es ging um alles, ja. Es ging um Hip-Hop und eigentlich war es so ein Gespräch, was man mit Ralf Hütter über Kraftwerk führen würde. Theoretisch, genau. Aber ja, wie gesagt, Max, auf dich. Auf dich. Also, eigentlich könnte man nur sagen... Das Feeling ist sensational, auf jeden Fall. Da möchte ich doch mal die Ansprache. Vor allem, weil das ja auch dein Titel ist eigentlich. Ja, ein bisschen schon. Nee, nicht überhaupt nicht ein bisschen. Das Feeling ist sensational war ein Spruch von mir. Ja, deswegen. Aber warum? Ja. Zu was habe ich das gesagt? Du hast es einfach gesagt. Aber was denn? Du wusstest ja gar nicht, dass das ein sensationeller Titel ist. Aber zu was habe ich das gesagt? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das war irgendwas ein Feeling. Blablabla. Das war ein Feeling. Ja, ist nicht so geil, aber das Feeling ist sensational. Während ich quasi die Beats schraube, hast du schon meistens dann eine Idee, die dann auch sofort am Mikrofon eingesungen wird. Auf jeden Fall. Manchmal bin ich so, Tobi, du musst jetzt einmal kurz anfangen, weil er ist dann auch sehr tunnelmäßig in dem Ding. Und ist dann autistisch. Auch so autistisch schrauben. Und man kennt das, wenn er abschaltet, dann kommt man nicht ran. Und dann muss ich sehr vehement und laut sagen, Tobi, jetzt muss ich aber wirklich mal ran. Ich muss einmal das kurz aufnehmen, weil ich habe auch so Ideen, die halt nicht so haften. Und wenn ich das habe, dann muss ich es einmal reinmachen, damit ich sicher bin, dass es auch irgendwie festgehalten ist. Auch wenn es nachher nicht mehr drin ist. Ja, aber oft klar. So eine Idee ist natürlich sehr ätherisch. Und die ist natürlich im Nu weg, wenn man nicht den Moment verbindet. Mein Hirn ist flatterig. Kann ja auch gleich eine andere Situation kommen, die mich ablenkt und dann ist das... Ist natürlich tierisch nervig beim Produzieren irgendwie, klar. Aber wir haben auch extra das Mikrofon stand zuerst so ein bisschen weiter weg von der ganzen Produktion. Es war immer so ein bisschen Aufwand, das ans Mikrofon zu gehen und daraufhin haben wir dann tatsächlich das Mikrofon in den Studioraum geholt, damit wir auch sofort, zack, reingehen können. Für die sofortige Flash-Aufnahme natürlich sehr, sehr gut ist. Oh, Tobi, das ist richtig der mit ihm da hinten drin, Alter. Ich geh kaputt, das kann ich doch gar nicht machen. Oh, Digga, das wird noch schlimmer, das ist ein Übersong. Unsere Idee bei dem Track war tatsächlich, einen sommerlichen Song zu machen, der aber nicht den Sommertag als solches hat, sondern den Abend des Sommertages. Weil wir natürlich da so eine schon auch eher speziellere Feelings haben, sensational Feelings. Genau. Das ist natürlich auch dann, man kann das doch ruhig alles sagen, ne? Also das ist natürlich auch von diesem Marvin Gaye-Ding ein bisschen inspiriert. Echt? Ja. Genau. Welcher ist das dann nochmal? Marvin Gaye? Sexual Healing. Und Sexual Healing, das heißt ja, also... Oh ja, das Feeling ist sensational. Das Leben ist gut. Oh ja, das Feeling ist sensational. Sechs. Da hattest du auch daran. Das ist bescheuert, ne? Was Alkohol macht, ey. So. Was ist das? Das ist sehr gut. Das ist genau das Richtige. Für den sechsten Song. Genau. Ich muss einmal kurz aus dem Bild gehen. Ich bin gleich wieder da. Ich wollte nur ein Tuch holen. Eigentlich müsste jetzt ein kurzer kommen. Ne? Eigentlich müsste jetzt ein kurzer kommen, weil es ist ja eigentlich nur ein Skit. Und zwar der Lachbolero. Oder wollen wir jetzt irgendwie einen überspringen? Warum sollten wir einen überspringen, Tobi? Wir sind noch gerade mittendrin, Alter. Du machst doch gerade erst richtig Spaß, oder nicht? Also gut. Der Lachbolero, ja, das passt ja super.
Also wir haben wieder mal viele YouTube-Filmchen angeguckt, weil uns das Thema aus einem Lachen einen Song zu machen sehr interessiert hat. Und da haben wir diese Aufnahme aus dieser amerikanischen, was war es? Eine Country war es, ne? Das war so eine Art Country-Folk. Und da hatte jemand den Lachsong. Wir haben da auch Louis mit drin, der die Beatbox macht und auch lacht. Ja, der ist nachher draufgekommen, weil wir hatten eher, sag ich mal, so eine Art echtes, rhythmisches Lachen und er hatte natürlich den Beatbox-Style. Und natürlich ist auch das ist ja ein Klassiker, Bismarcky auf dem Song mit Roxanne Chanté. Roxanne Chanté. Die Oldschool-Hip-Hop-Legende. Ja, natürlich. Roxanne Chanté. Wir haben uns eine sehr gute Sache ausgedacht für diese DVD. Herzlich willkommen, dass ihr dabei seid. Hast du den ausgetrunken? Ich hoffe noch. Oh Gott. Ich hoffe. Ich finde, der ist hart. Das ist so eine reine Likörmasse. Aber Tobi, meinst du etwa hart? Unlaunige im Laden. Deine Alte will haben. Ich glaube, Tobi, jetzt können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Ja, Champagner passt ja super. Weil es ist ein ganz besonderer Moment auf diesem Album. Wie haben wir es genannt? Die Götter reichen dem Proletariat die Hand. Es ist Exzess. Es ist... Ja, es ist so eine Art... irgendwo zwischen Gucci und Ed Hardy liegt die Wahrheit, sag ich mal. Es ist alles drin. Prosit. Es sind Eiswürfel. Es sind, es ist Schnaps, es ist Tennis, es ist Roulette, es ist Hengst. Monolani ist unser schweifendster Song. Es gibt, wie gesagt, Pferde, die durch die Gefühlwelt reiten. Es gibt Opernsänger. Wir haben drei Opernsänger dabei. Es gibt Geiger, die eingespielt haben. Was haben wir noch drin? Ist ein Louis Vision. Ist auch schon wieder drin. Louis ist auch drin. Mit einem irrsinnigen Multivoice. Multivoice, ja. Er ist der Ein-Mann-Chor. Es ist wie eine Art... Karl Lagerfeld-Inszenierung, aber nach hinten raus. Vorne ist es mehr so Aladdin. Das ist wie mit dem Wohnmobil auf die Bühne der Bayreuther Festspiele zu fahren. Ganz genau. Und aber nicht zu wissen, wo man heute Nacht schläft. Und in der Kiste geht's Das ist doch Büroscheiße. Auswählen, aufnehmen. Was mit dem Gefühl, Idee? Wo ist der Wert? Was bedeutet etwas? Scheiße. Top-Qualität auf hohem Niveau. This is our story gold. Der Dude. Do it. Like, do it like the dude. Dude. Mischt man das jetzt durch oder trinkt man von oben nach unten? Giovanni! Ich misch das immer so durch. Ja, ich würde auch sagen. Und dann legen wir uns in die Badewanne und hören Bowling, oder nicht? Oh, scheiße, da kommt schon... Opa. So, Lied Nummer 8, Ichsen und Imsen. Oh nein, Alter, Ichsen und Imsen. Lässt man es einfach laufen? Ja, man lässt es laufen, klar. Ja, Ichsen und Imsen sind eher Ichsen und Imsen. Oder Ichsen und Imsen.
beides möglich. Ich habe mir nicht in meinen kühnsten Träumen erhofft, dass wir so eine Platte machen, wie wir sie gemacht haben. Ich wusste das von der ersten Sekunde. Oh Mann, deswegen, ich hasse diesen Typen. Also ich liebe diesen Typen, weil ich, also... Also es ist eigentlich eine reine Hommage an eine der ersten Hip-Hop-Einflüsse, die wir in unserem Leben hatten. Bei mir ist tatsächlich mit diesem Beastie Boys-Album, das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ich bin ja erst Ende der 80er richtig zum Hip-Hop gekommen. Aber ich weiß noch, dass ich 86 in Jugoslawien im Urlaub war. Also nicht im Urlaub, sondern Familienurlaub. Und habe dann im Plattenladen genau diese Platte gehabt, die ich dann so aufgeklappt habe, wo dann dieses Flugzeug an diese Wand gefahren war. Und ich fand das sensationell. Also ich habe das noch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Also ich kam erst so 89 mit Public Enemy und den ersten De La Soul und so englischen Sachen dazu. Aber Beastie Boys war natürlich eine legendäre Crew, die auf jeden Fall sehr, also durch Rick Rubin auch, der dann auch natürlich später noch sehr viele große Sachen mit beeinflusst hat, die haben halt diesen 808-Sound komplett einfach, also ich meine, man muss das mal, also heutzutage kann man es ja gar nicht verstehen. 808 war ja eigentlich so ein ganz einfacher Drumcomputer, TR-808 oder wie hieß das Gerät? Genau. Und da konnte man halt nur Tempo einstellen. In dem Tempo lief dann dieser Loop sozusagen und man konnte dann Sounds an- oder ausstellen. Das war's. Die Hook war aber kompliziert. Und Roman, da bist du auch dabei gewesen. Also wir sprechen einfach mal mit dem Typen hinter der Kamera, den ich sehe, weil er das ist Roman übrigens. Tatsächlich, wink mal Roman, ja, der war halt immer dabei. Banger für die Hänger, Digga, was da los? Banger für die Hänger, Digga, was da los? Banger für die Hänger, Digga, was da los? An dem Tag war es tatsächlich so, dass wir halt diesen letzten Reim, was haben wir, 7 Stunden oder so auf dieser Idee und irgendwie... Ja, 7 waren es wahrscheinlich nicht, aber 5 Stunden haben wir auf diesem Reim rumgedacht. Also es waren mindestens 6 Stunden, wie wir ungefähr 250 Variationen, ja, für diesen. Und es war tatsächlich so eine Art deliriöse Situation, weil irgendwann war es nur noch so Tunnelblick und aus allen Ecken kamen irgendwelchen möglichen Eigentlich haben möglichen wir uns Varianten. Gebettelt, den beschisseneren Vorschlag zu bringen, der gar nicht ging. Ja, genau. Like the Sphinx, Jans ohne Nose. Most famous style crew, Super Rap Show. Tinte auf dem Füller, Butter auf dem Toast. Ohne uns war gar nichts mehr los. Hört etwas Florian, dann ist es Floß. Fickt euch Fotzen, wir sind so groß. Vorhang auf für die Super Rap Pros. Die Mehrzahl von Popö oder Pos. Wenn du nicht weißt, wie macht das so? Geld wie Heu und Schulden wie Stroh. Wir sind schlau und du bist doof. Schenken ein und sagen Prost. Teurere Verträge als Toni Kroos. Wir gehen tief, so wie Jacques Cousteau. Dann haben wir auf jeden Fall die legendäre Zeile gefunden, die lautet, und das ist die Quizfrage für euch, A oder B? Ich sag A. Aber lecker ist er. Kann man nicht sagen. Ich habe meine ausgetrunken. Kennst du Black Forest Cherry Cake, den Begriff aus der Sexualität? Nein. Ja, sei froh. Flieg wie ein Engel. Flieg wie ein Engel ist ein Track wie ein gutes Glas Rotwein. Er reift mit der Zeit. Prost. Tobi, ich freue mich, dass wir auch in den Blogs dieser Nation ältere Frauen dazu bringen, Gefühle zu kriegen.
Ja, Flieg wie ein Engel. Ein wunderbarer Track. Und eigentlich auch ein sehr, wie soll man sagen, eigentlich ein Track, der ein bisschen auch definiert, wie wir, was wir für eine Entwicklung gemacht haben. Weil Autotune, 5-Sterne Deluxe, yeah. Da war richtig nice. Mach mal bitte einmal diesen ein, wo diese Breaks. Den wollte ich einmal kurz hören. Und zu unserer Zeit war ja dieses Autotune-Ding, gab es in dem Sinne als Tool ja, noch gar nicht. Cher hat das gemacht damals. Cher, ja, ne? I believe. Und dann gab es halt auch ein paar die sehr gute Queen, Tracks von Daft Punk, die das ja auch benutzt haben. Aber es war eigentlich, sag ich mal, eher ein sehr spezielles Stilmittel. Und heute ist halt ein klassisches, also gerade auch für diese für die Cloud-Rap-Trap-Situation, ist halt ein ganz normales Vocal-Tool, würde ich mal sagen. So, ne? Wir waren ja auch manchmal in Hotels, die sehr... Hat das einen Zusammenhang oder was? Naja, also ich habe dich schon manchmal nebenan in der Dusche singen hören. Und ich dachte so, da könnte man doch eigentlich mal... In 20 Jahren was draus machen. Wenn die technischen Möglichkeiten gegeben sind. Sehr schön. Nein, es ist 2017, Autotune ist in the house. Und warum ich finde es auch geil. Ja, klar. Wenn es flasht. Klar. Wir sind 5 Sterne, Alter. Wir sind da für Liebe. Come on. Don't hate us because of Autotune. Hier ist ein Soundtrack, Song für deine Sommer-Playlist. Das ist Back to the Basics. Da freue ich mich jetzt auch. Eine richtige Flash-Cola. Flash-Cola. Oh. Ich habe die mir mit Flamingo-Enzymen bestellt. Bergfest. Flamingo-Enzym? Ja. Track Nummer 10 davon, das ist entstanden aus einem ganz rohen Beat. Und der Beat, den fanden wir immer richtig geil, aber da war so ein bisschen so ein roher Diamant. Was so ein ungeschliffener Diamant. Das ist ein Classic Trigger Beat auf eine Art, ne? Ja, so er war schon Classic, aber er hatte irgendwie, der war hier und wir mussten ihn aber hier hinbringen. Und dann kamst du ja mit dieser Weltmelodie. Also es ist ja wirklich eine Weltmelodie. Und vor allem, ja, danke Tobi. Ich muss weinen, wenn du das sagst. Ich habe einen ganz schlecht gesungenen Chorus aufgenommen, der inhaltlich unglaublich deep und stark war. Aber die Emotionen, ich kann es mit meiner Stimme nicht rüberbringen. Einen deepen Song kann ich zerstören, indem ich ihn singe. Das kann ich. Aber dieser Luis, er hatte die... Und ich weiß noch wirklich, ich habe ja einmal die Skizze mit ihm aufgenommen, um die zu zeigen. Und ich weiß noch so, wie ich mit ihm im Studio bin und ich sag so, Luis, ja hier, guck mal, ich habe da diese Skizze. Kannst du das nicht mal irgendwie einsingen? Er war so... Also, und das, ich habe es halt gemerkt, dass er so, ja, was soll man denn, wie soll man daraus irgendwie, ja, ich soll das so low da reinsingen und so und irgendwie so. Lass uns erst ein Bett aus Emotionen legen. Ja. Und ja, dann den Himmel als Limit überschreiten. Wenn du es machst, bringt sich durch den Tag und du willst mehr davon. Denn was du liebst. Das sind die richtigen schweren Momente eines Sängers, der sich als Rapper fühlt, und eines Rappers, der sich als Sänger fühlt. Weil beides schwierig zu vereinbaren. Und was passiert dann? Man ist whack. Außer ich. Je länger du auf mich draufhältst, wenn ich so einen Scheiß laber, desto peinlicher wird's. Ne? Also witzig ist, fand ich, als ich den Track gehört habe, war ich fand es total super. Aber ich habe mir einen total kleinen Menschen vorgestellt, der das gesungen hat.
Als Louis so ein, ja, so ein kleines, du hast mir nur gesagt, ah, das hat Louis gesungen. Ich habe gedacht, das wäre so ein kleiner Italiener oder sowas. Und dann und dann für diese Show, ne? Genau. Und dann war da dieser Typ. Und dann war ich verwirrt, weil ein Typ sah so aus, als ob er Louis wäre. Und das, das war aber dein Keyboarder. Verdammt. Ja. Und dann auf einmal so, ja, und ich bin Louis. Und, ach, du bist Louis. Ja. Oh, okay. Und das war ein dicker, bärtiger Mann mit einer Stimme wie aus Samt. Das ist wirklich eine essentielle Situation. Halt, ne? Dass Marc jetzt nicht mehr im aktiven Dienst ist, obwohl halt der Spill da ist. Wir haben ja bei den Auftritten auch gemerkt, als wir mit Kuhlmann nur zu dritt aufgetreten sind, dass da wirklich eine essentielle Position fehlt. Und haben dann bei dieser einen Show, wo wir dann Louis das erste Mal dabei hatten, wo dann aus Versehen auf einmal eine Jam-Situation entstanden ist, wo dann Louis auf einmal eine Beatbox gemacht hat und du hinten an den Geräten rumgeflasht hast, was ja eigentlich auch immer ein großer Teil von unserer Live-Show ist, wo wir abjammen und loslassen, dass wir da halt irgendwie jemanden hatten, der da auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich fand, genau diese Situation ermöglicht hat und uns da diese auch eine Freiheit, die wir erleben, in diesem konstruierten Performance-Konstrukt, konstruierten Konstrukt, ja, macht Sinn, dass wir da halt jemanden haben, der uns auch irgendwie eine Freiheit schafft und auch ja, eine Definition. Ja, der hat halt gleich die Lücke geschlossen, ja. Und das fand ich halt so flashig halt in dem Moment, weil ich das irgendwie gleich das Gefühl hatte, das könnte funktionieren. It's magic. Ja, it's magic. Also es ist ein Flash, Digga. Yeah! Tobi, hast nichts mehr drin. Desto schlimmer das wird, desto besser fühlen sich die Drinks an. Wir haben ja viel so Brasil, Easy Listening Sound gehört. Gerne morgens, wenn die Sonne noch geschienen hat und wir so ein bisschen die warmen Vibes in unser Herz reingelassen haben. Da haben wir uns eigentlich so ein bisschen im Altersheim vorgestellt. Die Essenz von Glück ist eigentlich eine medikamentöse Einstellung, also eine perfekte medikamentöse Einstellung. Emotional, medikamentös, emotiotös oder medikamential. Medikamential, ja. Ja. Der Track ist medikamential perfekt gelöst. Sehr gut eingestellt. Natürlich kennen die Leute uns vom Silium-Album mit wahnsinnig vielen Skits. Oder auch vom Neonau-Album mit keinem einzigen Skit. Mit keinem einzigen Skit. Oder von der Tobi und das Bo-Album mit nur Skits. Nee, aber diesmal haben wir halt die Skit-Situation nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern wir haben uns für eine musikalische Lösung entschieden. Und ich finde, die haben wir auch sehr gut gelöst. Es ist eigentlich wie ein Stück Schokolade, was man isst zwischen zwei Drinks, um den Geschmack des nächsten Drinks vorzubereiten. In diesem Song naschen wir von der Romantik. Ja, das meine ich. Warum lachst du? Ja, der nächste ist schon wieder weg. Nein, also Leute, vergesst nicht eine Sache. Das Leben wird bestimmt von außen. Denkt man. Aber eigentlich seid ihr der Mittelpunkt der Welt. Und ihr müsst von der Romantik naschen. Loggerin, Rogger mit einer Job auf dem Tritt. Das ist ja ein Flash. Wow.
mal locker. Ja, aber das passt ja super zum Track 13, den Trink Hexel. 13? Ja, ja, Hexel. Der sieht auch schon so giftig aus. Hexel. Wurzelbude ist eine Fantasie. Und zwar dem härtesten Druffischuppen Deutschlands. Die Gesichtsdisco an der Art. Die Gesichtsdisco. Stay alive, feel free, keep it real. Nochmal. Keep it real, stay alive, feel free. Brutzelbude. Ja, also auch wieder ein Übergangstrack, aber auch wieder für mich ein besonderer Moment. Weil von Magnesium gesprochen. Natürlich. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Was steht da? Always was? Always on the ways. Always on the ways. Immer unterwegs. Always gentle ways? Underways. Was? Underways. Always underways. Unterwegs. Always on the ways. Always underways? Ja. Ja, so. Kann ich nicht lesen, habe ich falsch aufgeschrieben. Ja, der Witz war gut mit den Jägern, ne? Ja, sehr gut. Das Lachen war auch super. Das war gut. Und er trinkt nicht gut. Ich habe mich reingekogelt. Oh, der ist auch gut. Brutzelbude. Brutzelbude. Auf alle Brutzelbuden an dem Autobahnabstand überhaupt in der ganzen Welt. Was haben wir da gerade getrunken? Brutzelbude. Gesichtsdisco. Also der hat schon ganz schön wehgetan jetzt. Nee, den fand ich super. Ja? Der hat mich gekickt. Nicht schon nicht. Der hat mich wieder gekickt. Ja, aber ich glaube, das war der Mega-Joint, den ich gerade geraucht habe. Okay, können wir nichts. Bitte jetzt schnell kommen. Ja, schnell, schnell. Schnell? Nächster Drink. Nein? Boah, in mir wächst gerade so ein Gefühl heran. I got a feeling. Tonight's gonna be a good night. Herzlich willkommen bei der Ticket-Hotline von Birmingham, dem Kunst- und Angrill-Festival. Ja, Inspector, ja bitte. Ist eigentlich auch unser Track, der dark and stormy ist. Es ist die... Er ist mysteriös. Nein. Nein. Inspektor, ja bitte, ist Mr. Riös. Er hat zwar bisher jeden seiner Fälle gelöst, aber keiner weiß wie. Es waren zwei Fälle. Und der zweite von den Fällen ist der Fall, über den wir in diesem Song reden. Richtig, der erste Fall ist über den zerbügelten Mann. Der zweite Fall handelt von dem Bild 5 Sterne mit V. Und die Frage ist, ist es V wie 2 in England, fick dich, oder V wie Victory, oder V
wie 5 oder V wie der V. Es handelt sich um Inspektor, ja bitte, den größten aller Zeiten, der es schafft, die Welt zu retten. Ein Glück. Ja, bitte ist jetzt an einem besseren Ort. Ja, bitte ist jetzt an einem besseren Ort. Guck doch mal den Inspektor! Inspektor! Beim letzten Album hatten schon Brinkmann und Kopetzky für den Song auf der Yacht nach Dr. Hawks. Warte noch einmal, warte. Beim letzten Album hatten Brinkmann und Kopetzky schon einen Song, und zwar den Song auf der Yacht nach oder von? Wie heißt nach. Ja. Beim letzten Album hatten Brinkmann und Kopetzky schon bei dem Song auf der Yacht nach Dr. Hossa ein Cartoon gezeichnet, wo sie uns gezeichnet haben, wie wir in dem Song uns dargestellt hatten. Und dann haben wir in der Live-Performance haben wir das so, wie die es gezeichnet haben, nachgestellt. Und dann haben wir gedacht, für den Song wäre es ja geil, wenn die Jungs das wieder zeichnen. Ja, bitte aufwachen. Dich nochmal sehen, bevor du verbrennst. Endlich. Ich habe gewonnen. Und mit dem Silium-Code aus dem Bild rausgebügelt, gehört mir die Welt. Leute, lass uns einmal so einen Johnny Depp-Tim Burton-Moment hier einmal festhalten. Inspektor, ja bitte, ist ein Song, den niemand anders auf der ganzen Welt schreiben kann, außer 5 Sterne Lux. Wir sind die Tim Burton des Raps. Und Tobi und ich sind die Johnny Depps des Tim Burtons. Du weißt es, Tobi. Es ist wahr. Warst du jetzt gerade nüchtern? Ja, einmal für eine Minute oder was? Ja, ich lach selber über mich, wie ich nüchtern war. Ja? Ich lach selber über mich, wie ich nüchtern war. Oh, Tobi. Nein, Tobi. Oh, was ist. Warte mal, halt das mal. Hast du das gesehen, wie es das gedreht hat? Was ist das? Dreidimensionales Klavierspiel. Und dann Mozart in der dritten Dimension. Vor allen Dingen Mozart, weil es ist eine reine Eichel. Ja, was ist eine Eichel oben drauf? Es ist eine reine Eichelform. Jetzt muss man nur vorsichtig diese Eichel abschrauben. Gurke ist so eine Zutat, die wurde lange Zeit in Drinks unterschätzt. Vor allen Dingen, weil die Gurke ist wie der Mensch. Ja. Weil? Warum? Sag du's. Weil sie zu größten Teils aus Wasser besteht. Du bist echt... Du sagst echt weise Dinge, Mann.
Was ist der Track? Nee, können wir noch mal? Nee, Entschuldigung, ich will es gerne cooler rüberbringen. Nein. Es war auch Knowledge, Digga. Alter. Ich hab mich nur verschluckt. Ich hab dich hart gefühlt, Mann. Ja, aber... Ich hab mich verschluckt dabei. Track 15 ist SMS. SMS, Digga, sei mal sicher. 5 Sterne sind so wie in der Gurke. Jetzt kannst du das Ding droppen, was kein Skit geworden ist, Tobi. Tu es. Hast du's. Mach es. Yes. Der französische Regisseur Gérard Jeux betreibt ein Short Message Service Center Server in Massachusetts. Yeah! Das ist die Rückkehr. Es geht weiter mit dem Weitermachen. Du kommst, komm weg! I've been here for years! Wir sind immer weiter! Es war unser Nemesis. Wir haben die meisten Strophen dafür geschrieben. Wir haben unglaubliche, also es war wir wirklich haben unglaublich. Also wir haben eigentlich ein ganzes Album da reingeschrieben in den Song. Es war eine Vision dahinter und das fand ich auch geil. Wir können zwei Alben damit füllen. Es war eine Vision dahinter, aber wir hatten insgesamt mindestens jeder 12 Dinger selber. Also jeder 4, 12. Ich weiß nicht, ob ihr es versteht, worum es geht. Aber wir haben sehr viel Text dafür geschrieben. Das meiste haben wir weggeschmissen. Also nicht nur das meiste, alles. Tobi hat mich wirklich unglaublich weggeflasht. Weil ich muss einmal sagen, es gab eine Situation, da hast du mir gesagt, das war irgendwann in der Grauzone, bevor wir gesagt haben, oder bevor es die Idee gab, überhaupt irgendwann ein Album oder irgendwann nochmal einen Auftritt zu machen, wo du gesagt hast, wenn wir irgendwann mal irgendwas machen sollten, dann musst du alle Texte schreiben. Aus dieser Situation heraus, wo ich am Anfang war, wo ich eigentlich derjenige war, der zusammenfassen sollte oder schreiben sollte, was wir sind, um das zu definieren, wir wussten ja auch am Anfang nicht, was sind wir? Ich meine, es ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit gewesen, wo wir alle vier zusammen was gemacht haben. Und es hat sich ja auch jetzt in der Entwicklung rausgestellt, dass halt Marc nicht mehr dabei ist und dass auch das Richtige ist für ihn und für uns. Und wir auch, wie gesagt, dieses Wochenende, wo Marc da war, war für mich auch wirklich ein sehr, sehr emotionales und besonderes Wochenende, weil es war halt tatsächlich so eine Absegnung von einem der Grundsäulen unseres Outputs. Also als er gesagt hat, das ist wirklich eine angemessene Fortführung von dem, was wir angefangen haben, das war für mich also wirklich ein unglaublich besonderer Moment. So, ne? Und ja, lass uns Alkohol trinken. Scheiße. Das macht Alkohol. Welcher Song sind wir gerade? SMS war das. SMS. SMS, Digga, sei mal sicher. Geht ab, Leute. 5 Sterne Flash Operation on the run. Wir sind mittendrin, weil wir flashen ab. Wir müssen den Scheiß jetzt abarbeiten, weil ihr den kriegen könnt, damit ihr flashen könnt. Geht doch mal rüber. Tony Buletti, Europas-Mann des Jahres 1999, ist gerade dabei, was einzurappen. Ich glaube, für unsere Blues-Nummer Regeln machen tun. Plattenfirmen, die zwingen doch Firmen, nix anzubieten. Schnell noch 20 Zeilen in das Demo-Tape geschrieben. Zweige häckseln, Windeln wechseln, viel zu spät die Steuern machen. Yeah! War das Brot mit dieser Butter, was das Kind im Ranzen hat? Ist das unser Signature-Drink? Ich befürchte ja. Zwei Patronen. Es ist Melone drin und zwei Patronen. Wassermelone, Digga, das ist mein Vater. Er hatte einen Herzinfarkt. Er hat eine OP gehabt. Er war an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Und als er aufgewacht ist, hat er gesagt,
er möchte in Mostar Wassermelone aus dem Brunnen gekühlt essen. Und wir sind hingefahren, nachdem er das überlebt hat. Wassermelone war sein Ding. Wir müssen, das ist, Digga, das ist deep shit. Auf deinen Vater. Ja, auf Dule, Digga. Auf jeden Fall. Ja. Und auf deinen Vater auch. Das habe ich vorhin nicht zu Ende gebracht. Wir haben angefangen mit dem, ich soll alle Texte schreiben, ursprünglich. Und irgendwann hast du angefangen, Texte zu schreiben. Und die meisten können nicht mal irgendwas schreiben, weil sie irgendwas kopieren, was sie irgendwie aus Amerika geil finden. Und sie denken, das möchte ich auf Deutsch sein. Du hast auf jeden Fall ein paar Dinge rausgehauen auf diesem Album, die auf jeden Fall mich so krass beeindruckt haben und die mich richtig irgendwie, also wo ich gesagt habe, ey, es ist, ich bin so froh, dass du selber geschrieben hast. Und ich bin Fan, Digga. So, scheiß drauf, Digga. Also ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll in diesem Zustand, weil, Tobi, vielen Dank. Du hast irgendwie ein paar Strophen gedroppt, Digga, da kann keiner in Deutschland mit ficken, also. Und ihr wisst nicht, wie frei wir sind und wie wir einfach loslassen und dem Gefühl den Raum geben, den es braucht. Ihr seid alle kleine Copycats, die so tun, als ob ihr seid, was ihr gerne sein wollt. Wir sind das, was wir sind frei, wir sind easy, wir machen unser Ding und wir haben Liebe. Wir geben euch Gefühl und Freiheit und das ist das, was wir sind. Wir versuchen nicht zu sein wie jemand anders, sondern wir sind da und das, was wir sind. Sagt euer Gerät euch, dass ihr das gut findet? Oder fühlt ihr was? Fühlt ihr was? Es ist hart und es ist deep und wir sind breit, aber das ist die Wahrheit. Kommt ihr mit? Fühlt ihr das? Oder nicht? Und das ist Flash. Darauf trinke ich. Also es ist vielleicht zu viel, aber es ist genau das, worum es geht gerade. Es ist nicht Smartphone-Scheiß. Es ist Gefühl. Du und ich. Du und ich. Mensch. Giovanni, ich muss noch einmal kurz warten. Nee, ich glaub, der ja? Trink muss geregelt so, okay. werden. Der geregelte macht Tune. Tunafisch. Falsch, 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 dann, falsch, dann, falsch, dann, falsch. So, also wo war ich eben noch schön? Ja, Bergamotte. Nee. Lecker Bergamotte. Christa Clausen, der Nummer? Nächste Track. Welche Nummer? Endlich, Nummer 17. Einer von den wenigen Weltmusik-Tracks. What? Weltmusik-Tracks. What? Ich hab nur Weltmusik-Track, hab ich gesagt. Ah, Welt. Weltmusik-Tracks. Christa Clausen, unser großer Guru, Marc Clausen, hat uns mitgenommen auf eine Reise in die große, weite Welt des Nirvanas. Eine Sache möchte ich euch allen mit auf den Weg geben. Aber lass mich hören, das hören. Leute, ich habe eine Sache in meinem Leben. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Und das ist das Schöne daran. Ich bin mir sicher, dass eine der Wahrheiten ist, ihr könnt euch nicht sicher sein, wenn ihr sagt, es gibt nur eine Wahrheit. Aber es gibt überall Leute, die euch fühlen. Ja. Oder die Kiffer. Ich weiß es auch nicht, ne?
Das Schlimme ist, es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur die Welt und es gibt Mutter Natur. Und entweder man fühlt sie und kümmert sich um sie oder man überlebt. Egal. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist das Problem beim Alkohol. Alter. Man vergisst, was man sagen will. Hat irgendjemand eine Kamera auf mich? Irgendwie? Keiner? Was soll das? Ist das das Intro von Bauer sucht Frau? Fuck, Alter, ich krieg nur schlimme Bilder. Heutzutage ist diese Online-Produktion. Das sind nur noch schlimme. Das ist das, ist der also, Shit, ist, das stimmt hier nicht. Oh, wir können hier drin nicht rauchen, übrigens. Ja. Wir können hier drin nicht rauchen. Also gut. Jetzt, wo Tobi weg ist, kann ich euch die ganze Wahrheit erzählen. Eigentlich ist dieser Moment einer der Momente, die genau das definiert, was wir als fünf Sterne. Giovanni! Komm rein! Rum, das Sugar. Genau, das musst du nochmal sagen. Laut. Bitte. Und während er nicht redet. Also wie jemals war. Das ist die Magic an diesem ganzen Album. Weil der Typ und ich, wir waren beide lost. Jeder für sich. Oh Gott. Und wir sind zusammengeführt worden, um Magic. Und Magic ist ein alter Begriff. Ja, klar. Könnt ihr mal bitte mir jetzt hier postmäßig einen Aluhut auf den Kopf machen? Könnt ihr mal ein, ja? Ah, ja, guck mal, toll. Sie haben mir einen Aluhut auf den Kopf gepackt. Oh, jetzt kommt er drauf, Alter. Giovanni. Jetzt kommt er auf Verschwörungstheorie, Alter. Da ist Giovanni. Genau. Und jetzt noch auf mich und auf Schaf und so. Ich warte auch. Sag mal, Bo, Giovanni hat hier den nächsten Drink serviert. Aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Petit Pain. Petit Pain. Ist das wie Roxanne Chanchet? Zu unserem Zwischenstück. Krishna Glauben. Nee, das haben wir doch schon. Was? Ja. Was sind wir jetzt? Ja, sag doch mal, wir hatten eben Krishna Glauben. Oh nein, das ist da saß ich noch da. Petit Pain. Petit Pain. Das passt ja super. Das passt ja super zu unserem französischen Titel Louis V. Wir hatten dieses Bild des Sonnenkönigs Louis XIV. Also das ist interessant, Tobi, dass du das so erzählst, aber meine Meinung war, wir haben überlegt, heutzutage Rap, Street, Gangster, Waffen, Rücken, Battle. Louis XIV. Nee, wie kommt der Größte. Nein, nein, Tobi, sag es doch einfach. Lass uns das sagen. Wie können wir heutzutage als die Dudes, die damals vor der Amphore in seinem Auto, in dem er Pizza ausgefahren hat. Lass mich kurz erzählen. Wir haben damals in Amphore sind wir aufgetreten. Und zwar da vorher war das ein Puff, Alter. Das war ein Puff. Und da war oben noch, wo die Jacuzzi war. Du weißt, wo die Jacuzzi war. Da war da Holz drauf. Da war unser Rhodes. Mit Flocati. Ich laber doch keinen Scheiß, Digga. Ich war dabei. Mit Flocati. Ich kann euch das Foto zeigen. Und zwar hier. Wo ist die Hauptkamera, Roman? Ist das die hier oder die? Wo soll ich reinsprechen, Roman? Sag mal schnell, sag es mal schnell. Ey, wir waren auf einem Sampler mit dem Song 1995. Morgen geht die Bombe hoch. Und der Sampler war Fuck Chirac. Weil Chirac damals Atombombentests gemacht hat. In irgendeinem Atoll oder sowas. Und wisst ihr, wer diesen Sampler damals ins Leben gerufen hat? Nee, Moment. Markus Lanz. Kennt ihr Markus Lanz noch? Was soll ich jetzt gerade erzählen? Dass Markus Lanz damals das gemacht hat. Ja. Wer denn sonst?
einmal kurz noch mal zurückspulen, dann kann ich noch mal, vielleicht noch mal ansetzen. Weil ich habe noch ein Lied. Ich weiß überhaupt nicht, was du sagen willst. Ach, oh Mann, das weiß ich auch nicht. Ich hätte jetzt auf dieser Louis V Nummer durchgezogen. Ja, Louis V. 16. Jahrhundert. Ja, nee, Tobi. Sonnenkönig. Also, für mich? Dekadentes Verhalten, ja. Sozialkritik. Bei welchem Song sind wir? 18. Wenn man so offen ist und fühlt, was wir fühlen, dann ist genau ab jetzt ist die Grenze rein. Tobi, es tut mir leid, aber ich muss es sagen, wie es ist. Es ist genau. Und der nächste Track ist einfach nur Befreiheit. Ja. Können wir Cut machen? Der nächste Track ist einfach nur Befreiung. Und danach ist es vorbei. Luigi kommt noch mal. Luigi. Luigi, das ist er. Luigi kommt noch zweimal. Kommt noch zweimal. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. So mitten in der Nacht. Einzige Sache, die ich ja sagen musste. Was trinken wir jetzt hier? Für Chiguachi. Nee. Chiguachi. Also das, ne? Ist genau mein Ding. Tobi, das ist der Schlüssel. Roman, hinterher. Das, hinterher. Ich weiß selber, was ist nicht. Ist das der Schlüssel? I got the secret. It's a flash. Tobi, was ist das? Ist ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich das austrinken, bevor ich das trinke. Das ist wirklich genau mein Ding. Was ist es denn, Tobi? Es ist eine Schnapsuhr. Und weißt du, was die anzeigt? Es ist genau. Es ist genau. Viertel vor Feierabend. Es ist genau Zeit das zum Trinken. Viertel vor Feierabend. Was ist mit diesem Trink? Ich würde gerne erst den austrinken. Ja, aber ich will nicht das trinken. Oh Gott, ja, Mann. Ich hab's. Ja, genau. Jetzt ja, auf Ex. Fuß, Digga. Auf Tobi, Digga. Auf Tobi, du nee, Schwein. Auf Tobi, du auf Schwein. Meine Ex. Oh Gott. Oh, das war Frangelico, ne? Ja, Tobi, sowas. Bleib mal hier. Irgendwie bleib mal sowas. Hier. Oh, Scheiße, das ist Frangelico. Das ist richtig geil. Oh Gott. Tobi, wie hieß der Drink davor? Digga, das ist der Mad. Das ist der Fünf-Sterne. Tobi, probier das. Das ist der Fünf-Sterne-Drink. Ich glaub dir das. Stopp. Sofort. Nee, einmal stopp. Du, Kameras laufen weiter. Du bist ruhig. Guck nicht weg. Nippe einfach nur das. Und sag mir, was du dafür fühlst. Und wenn du dich gut fühlst, sagst du. Und wenn nicht, sagst du nichts. Mehr brauchst du nicht. Nur einfach Geschmack. Du hast ja genau mein Ding. Auf jeden Fall. Kennst das, wenn du fliegst und durch die Wolkendecke brichst? Da oben scheint die Sonne, unten siehst du nichts, nur die Wolken. Und die sehen so weich aus, ja, da will man gleich drauf. Doch es bleibt ein Traum. Aber so fluffig fühle ich mich, so als ob ich Flügel krieg. Wäsche Wolkendecke, die Bitte. Nee, eher so, als ob das, was runterzieht, nicht existiert. Das sind ja alle so klar. Durch die Nacht, 16 zu 0, Digga, Augen auf halb 8. Alles ist egal, selbst medikamentiert. Jetzt wird in Zeitlupe. Ich kann noch Getränke stapeln. Einfach nur der Freiheit wegen. Kann ich auch. Und wenn's nicht klappt, was? Dann ist das die Freiheit. Weißt du, was ich meine? Aber wenn es klappt, ist es Magic, weißt du? Kennst du das? Ja, und er macht sein kaputt, weil er will ein Video noch draus machen aus seinem Smartphone. Aber egal. Stimmt. Was ist der Name vom chinesischen Minister für Zeit? Was? Wir haben echt bei Tobi zu Hause die ganze Scheiße aufgenommen. Was einerseits geil war, weil wir hatten Freedom. Kommt nicht mehr, ne? Also zu Hause Feeling. Aber auf der anderen Seite war es auch so. Er kommt einfach nicht ab mehr. Ab 20 Uhr war Feierabend, weil Tobis Lifestyle
drei Kinder und eine Frau. Und ich bin so freedom-mäßig. Ich bin so geil, 20 Uhr. Tagesschau ist vorbei. Dead in the evening. Dead in the evening, ja. Champagne, Absinthe, Schule. Oh. Absinthe, Champagne. Oh, das ist ja. Es ist vom Sterne, Digga. Es ist ab. Oh, Digga, Absinthe, Champagne. Ernsthaft? Definitely evening, yeah. Du musst umdrehen und weitermachen. Rückwärts, komm hier. Oh! Du musst doch locker. Ja. Vorbei! Als er gesagt hat, Absinthe und Champagner, war ich so, okay, das ist. Ich weiß nicht mal, was er danach gesagt hat. Das Universum ist an. Es gibt keine Grenzen, Tobi. Du weißt nichts, ich weiß nichts. Das weiß ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vergiss es. Vergiss es. Tobi, ich weiß nicht, ob du gemerkt hast. Nee, nein, nein, Tobi, eine Sache kurz noch. Okay, wir können gleich auf. Alles gut. Aber eine Sache, Tobi. Tobi, ich finde, dieses Album ist vom Gefühl was Besonderes für alle Menschen. Ja. Aber ich hoffe, dass der Atomkrieg nicht dieses Album kaputt macht. Oder ist das? Nein. Wo ist mein Lieber? Hast du ausgetrunken? Na denn. Sherlock. Moin, boom, chuck. Moin, boom, chuck, chuck, chuck. Moin, boom, chuck. Moin, moin, boom, chuck. Moin, boom, chuck. Moin. Chuck, 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 Digga, Props, Digga, ihr habt mein Respekt. Ihr macht dicke Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Das sind 5 Sterne Flow, alle Hände hoch. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. Leg die Kiste tiefer, du musst den Treibstoff tanken. Zu viel Liebe, Alter, ich muss dem Hart noch danken. Zu viel Druck auf der Bude, der Dampf muss heute raus. Von Wien bis Winterhude rufen wir Moin ins Haus. Moin, Bum, Chuck, direkt auf die Ohren. Mama, Norma, anders, wir entsprechen keiner Norm. Sind geil geformt, wenn wir performen. Digga, was geht ab? Guten Tag. Das ist der heiße Scheiß, direkt aus Hamburg City. Du weißt nicht, wie ich heiß, ey, nenn mich einfach Schmiddy. Das ist so, muss so, Diggi, mach mal kein Schigimigi. Das ist so krass, so, Diggi, tanzen wie Figi Figi. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yo. Die Leute kennen uns und nennen mich Bo. Sie nennen mich Bo, weil es so wunderschön ist, wenn ich rede. Alter Schwede.